So, moin, hier ist wieder euer Cameo. Ich sage euch heute was zur Taktik auf Lockdown, auch wieder in Search and Destroy natürlich. Als Waffe nehme ich hier die Sniper. Ich snipe heute noch ein bisschen. Perks habe ich drin, schnelles Nachladen mit der Sniper. Extrembedingungen brauche ich in diesem Falle halt nicht, weil ich mit der Sniper eher ein bisschen defensiv bin. Als zweiten Perk habe ich auch Quick Draw drin, damit ich halt schön schnell ziehen kann. Und als dritten Perk auch wieder Totenstille, damit mich halt niemand hört. Ach ja, als Specialist Bonus habe ich noch Extrembedingungen halt drin. Ich mache halt immer Specialist Bonus nur ein Perk, da man dann schneller den Bonus kriegt und mehr Punkte kriegt. Aber das ist eine andere Geschichte jetzt. So, dann fangen wir mal an. Ups, Sniper vergessen. So. Also, hier müsst ihr vorsichtig sein. So, jetzt will ich noch mal ganz kurz was sagen. Also, für die, die jetzt sagen mögen, ja, Hardscope, hier, blibla, blub. Also, das ist eine Sniper. Eine Sniper ist dafür da, damit man durch dieses verdammte Zielfernrohr guckt. So, alle, die Quickscopen oder No-Scopen möchten, können das halt gerne tun. Aber eine Sniper ist nicht dafür da, dass man da aus der Hüfte rumballert. Ich finde es eher affig. Ich weiß nicht, warum Activision das da eingebaut hat, weil, also ich mag es halt eher realistisch. Und wenn man da mit einer Sniper rumrennt und einfach wild durch die Gegend ballert, finde ich das einfach nur unrealistisch. Und wenn man da mit einem 360 und sowas durch die Gegend springt und dennoch jemanden trifft, weiß ich nicht. Muss ich nicht haben. Aber die es machen wollen, können es natürlich gerne tun. Allerdings verfehlt man und wird dabei getötet, hat man sich auch ganz schnell vor versammelter Mannschaft zum Affen gemacht. Also muss man selber wissen, was man da tut. So, also da oben stehen meist immer die Ersten, deswegen da einmal hinziehen und da zum Gang einmal ziehen. Da ist jetzt keiner, da kommt wieder oben einer und zack ist er weg. Also ein bisschen mit Bedacht wieder rangehen und wichtig ist immer schnell Bombe platzieren. Egal wo jetzt geschossen wird oder so, nicht rumalbern, sondern die Bombe muss platziert werden, weil dann müssen die Gegner zur Bombe kommen. Ihr seid im Vorteil. Noch eine Claymore platziert, seht ihr, da kommt schon der Erste. Da oben war jetzt einer, der muss aber auch zur Bombe. Schnell nachladen einmal. Aber meine Clay liegt ja da, deswegen... Ich merke schon, wenn der entschärfen will. So. Jetzt schön abwarten und bis die Gegner kommen. Und ich verspreche euch, die kommen. So, da hört man oben schon ein. Und zack, ist er unten. Seht ihr? Nochmal kurz checken, alles gut. Wieder hin. Und dann decken die anderen Seite ab. Und so ist das Ding schon die erste Runde nach Hause geholt. Sauber Rock Your Body. Schön weggeballert. So, die nächste Runde fängt an. Wieder dasselbe Spiel. Rechts langlaufen. Und schön Hardscopen, wie andere sagen würden. Aber wenn ihr Quickscopen wollt, kauft euch ein Quickscoper-Spiel. Ne, Entschuldigung. So, erster weggeholt und da ist noch einer. Jetzt schön nicht sofort hin, weil der zieht auch sofort. Deswegen ein bisschen abwarten und dann holt ihr ihn auch weg. So. Schön abwarten, die kommen wie gesagt. So. Jetzt tritt nämlich genau der Fall ein, den ich euch eben erklärt habe. Da dachte ich mir, nehme ich auch mal die Sniper, mach noch einen tollen Quickscope-Kill. Aber nix ist. Vor versammelter Mannschaft zum Affen gemacht. Das ist nämlich das, was ich gesagt habe. Hätte ich die MP behalten, hätte ich ihn schön weggeknallt und die Fresse weggerotzt. Aber naja, was soll ich sagen? Selbst mich überkommt es manchmal. Deswegen, also ich bleib lieber schön beim Hardscopen, mach das lieber sicher, sichere Abschüsse, das ist meine Devise, weil ich spiele nicht auf Kills, ich spiele, dass man halt gewinnt. Wenn man viele Kills hat, ist das natürlich ein schöner Nebeneffekt, aber für mich ist es wichtig, dass das Team gewinnt.
Das ist mir am wichtigsten, weil ich spiele ja nicht, um zu verlieren. You play to win the game. So, wieder ein Sniper oben. Und da ist noch einer. Hier ist vielleicht nochmal vorher zu sagen, bevor ihr da durch den Tunnel geht, ich weiß, es ist vielleicht nicht so nett, aber lasst einen Teamkollegen vorrennen, weil der Sniper ist dann auf ihn fixiert und ihr könnt dann den anderen Sniper sauber wegholen. Aber wenn der Teamkollege da auch sauber durchrennt, erwischt der Sniper ihn auch nicht und ihr könnt den Sniper sauber wegholen. Deswegen, also vielleicht nicht immer als erstes direkt dorthin stürmen und dann könnt ihr die Sniper noch besser wegholen. So. Da ist noch einer oben. Der will sich aber nicht zeigen. So. Schön alles im Blick halten. Und ganz wichtig, immer der, der die Bombe legt, schützt den Typen. Deckt die Seiten ab. Ah, jetzt ist er da oben. Ist immer ganz wichtig. Also viele rennen dann irgendwo hin, der Bombenleger wird alleine gelassen, wird abgeknallt, das Ding wird nie gelegt und ihr verliert die Runde. Das bringt nichts. So, Halbzeit, Johannes. So, snipen von der anderen Seite. Also, jetzt stehe ich hier oben. Warte natürlich, dass die Affen da durchkommen. Aber wie sich herausstellt, kommt leider keiner. Manche stellen sich auch da direkt in die Ecke, wo ich gerade hinziehe. Also aufpassen. Deswegen einmal einen Schuss sporadisch hinschießen, kann nicht schaden. So, eine Claymore platzieren. Viele kommen durch den Mittelgang, diesmal leider nicht. Also den Mittelgang sonst immer gut im Blick halten. Der letzte Store. So, kurz weggeholt. Und schon habt ihr auch das Ding in der Tasche. Also, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen, ein paar Tipps abgucken. Hoffe, habe ich weitergeholfen. Ich verabschiede mich und sag mal bis zum nächsten Mal. Hey, hey, Cameo Sam.